So, ein herzliches Willkommen wieder all denjenigen, die uns jetzt zuschauen und später zuschauen werden. Und auch euch herzliches Willkommen. Der Winfried hat für heute abgesagt. Er kann heute leider nicht dabei sein, aber das ist bei Working Out Loud Zirkeln halt öfter so, dass nicht jeder dauernd dabei sein kann. Wir sind heute in der 7. Woche des Working Out Loud Zirkels und in der 7. Woche kündigt John Stepper eine ganz große Aufgabe an, nämlich wir haben heute einen Brief an uns selbst zu schreiben, und zwar aus einem zukünftigen Zustand heraus, sodass wir zurückblicken, wie wir denn eigentlich dahin gekommen sind. Und das bedeutet, wir sollen auch sagen, wo wir dahin wollen. Wir starten aber wieder mit einem kurzen Check-in, also was war so in der letzten Woche, was ist passiert bei euch, und vielleicht fangen wir gleich bei dir an, Antje, was ist in der letzten Woche bei dir so passiert? Also zum einen habe ich noch mal ein sehr interessantes und wirklich tolles Gespräch mit Winfried gehabt, der mich dann auf die Idee gebracht hat, auch noch mal was zu schreiben. Und um das dann auch zu veröffentlichen, da war ich dann auch dran. Und leider ist aber wirklich, wie es manchmal so kommt im Leben, auf die Tastatur etwas geplumpst. Und das Ding war leider bei dem Rechner, wo das gespeichert wurde, noch nicht in der Dropbox. So, also der Text wird auf sich warten lassen. Es war ein wirklich tolles Gespräch. Und mir ist jetzt noch wichtig, das, was ihr gemacht habt, habe ich ein bisschen vorgearbeitet. Insofern, dass mir auch einfach wichtig ist, dass diese Art, einen Brief aus der Zukunft an sich selbst zu schreiben, ist etwas, was mich jahrelang begleitet hat bei meiner eigenen Vision. Also ich habe damals eine Vision geschrieben, also so, dass ich wirklich einen Tag in der Zukunft beschreibe. Und ich kann sagen, dass das, was ich damals niedergeschrieben habe, wirklich zu 100% eingetreten ist. Ich musste mir oft sagen lassen von anderen, du willst ja nur deine Vision durchziehen. Da habe ich immer gesagt, ja, genau das will ich. Also insofern, das ist so das, was mir am Herzen liegt, das jetzt hier auch nochmal mitzuteilen, ist das wirklich eine super Sache, weil wirklich erst die Gedanken sind ein Auftrag an den Körper. Und ich habe ein bisschen vorgearbeitet, ich habe den in Gedanken und ich werde den dann, ich habe da mal so ein paar Notizen mir gemacht und ich werde den dann bis zum nächsten Woche nacharbeiten. Und jetzt muss ich mich leider rausziehen oder freue mich auch, mich rauszuziehen, um Guido Bosbach da zu lauschen und den ganzen Leuten und wünsche euch viel Spaß und ja, guckt das mir dann morgen an, was die gemacht. Also, du hast eben so einen schönen Satz gesagt, die Gedanken sind der Auftrag an den Körper. Ich glaube, den werde ich noch ein bisschen innerlich bewegen. Der gefällt mir sehr. Danke. Okay, also pack dir Okay, einen dann schönen bis Zettel zum auf nächsten den Tisch. Mal. Ja, ciao, tschüss. Tschüss. Simon, machen wir bei dir weiter? Ja, ich war leider die letzten 2 Wochen ein bisschen eingespannt, wegen der Muttertonwoche. Da merke ich für mich selber. Das ist nicht so gut. Auch ein bisschen ein Echo drin. Ja. Aber jetzt klingt es wieder besser. Jetzt ist es besser gewesen. Ja, weil ich das Headset abgezogen habe, aber dann. Hörst du nichts mehr? So besser? Ja. Okay, ich höre mich aber trotzdem selber. Warum auch immer. Das ist, weil die Ohren so nah am Mund sind. Entschuldigung. So, jetzt. Ah, jetzt höre ich mich nicht mehr selber. Sehr gut. Okay. Ja, also ich habe diese Woche und nächste Woche Bosch und Audi beim Mukaton zu begleiten. Und da ist natürlich wie bei Diplomarbeit in der Woche, bevor man abgibt, fällt die meiste Arbeit an. Deswegen war da sehr viel zu tun. Nichtsdestotrotz habe ich auf Basis der ersten Gespräche zu meiner Idee, sozusagen diese Grundidee, Lern der Organisation als Entwicklungsziel von Unternehmen zu platzieren, irgendwie herausgefunden, dass es doch relativ schwierig ist, diese Idee überhaupt zu kommunizieren in den Gesprächen. Also ich habe meinen Gesprächspartnern immer offen dazu gesagt, das ist ganz neu und ich sozusagen, die Geschichte ist ein Minimal Viable Product und ich probiere das erstmal aus. Und bekam da das Feedback, dass man irgendwie das einfacher erklären muss. Und dementsprechend habe ich diese Metapher des Betriebssystems ein bisschen ausgebaut. Also sprich, diese Grundidee, dass eigentlich das, was ich da vorhabe, so eine Art
Organisationssystem für lernende Organisationen ist und man das so Stück für Stück installieren kann, einzelne Apps installieren kann, installieren in Anführungszeichen. Zu den Apps gehören dann so Sachen eben wie Working Out Loud oder Community Management oder Wikis oder Wissenslandkarten. Also gibt es eine lange Liste. Da habe ich jetzt auch endlich mich mal dran gesetzt. Weiß nicht, Karl-Heinz, erinnerst dich vielleicht aus Management 2.0 MOOC, hat man ja mal so eine Toolliste mit 76 Tools. Aus den Benchlearnings ist mal was rausgekommen. Die habe ich jetzt endlich mal bei uns im Wiki auch konsolidiert. Da ist jetzt eine Liste mit so ein bisschen über 100 solcher einzelnen Tools und eine Shortlist von 30, die in dem ersten Schritt mal zu diesem Organisationssystem gehören soll. Und um die Idee und die Metapher einfach ein bisschen weiterzutragen, habe ich nach dem Vorbild von so einer Linux-Webseite einfach mal auch eine Webseite dazu gebaut. Und ich hoffe, dass ich die bis zum nächsten Circle fertig habe und würde jetzt in der nächsten Woche mal versuchen, die Idee auf Basis der Webseite nochmal zwei, drei Gesprächspartnern zu erklären, um zu gucken, ob das dann einfacher ist und eingängiger ist, weil eigentlich die Idee ist, dass man so die Idee auch versteht, ohne dass sie einen erklärt, also intuitiv. Und ab dann würde ich das eben auch versuchen, auf Twitter mal zu teilen und mal zu schauen, wie dann ein Feedback ist, wo man nicht jemand im persönlichen Gespräch hat, wo der Rückfragen stellen kann, sondern wo jemand einfach auf eine Webseite, ein PDF-Handbuch und eine Liste solcher Apps stoßt, ob das völlig auf Unverständnis stößt oder ob das verstanden wird. Oder irgendwas dazwischen. Okay. Harald, was so bei dir passiert in der Woche? Ja, ich habe gerade bei Radio Wissen gehört, dass man sich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern kann, wenn sie ganz kurz zurückliegen. So geht es mir in der Woche ein bisschen. Es war so voll. Es waren so viele Themen. Wir haben in den Projekten natürlich ganz, ganz viele Workshops im Moment, um einerseits technische Grundlagen zu schaffen dafür, was wir jetzt da gerade bei Continental alles bewegen und gleichzeitig aber auch parallel dazu eine neue Organisationsform irgendwie zu finden, eine neue Art damit umzugehen. Und da ist dieses mein Ziel, Leadership quasi dazu zu engagieren, Fahrt aufzunehmen, sich selber wieder für Lernen zu interessieren, ein ganz wichtiger Teil davon. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, wo ich quasi relativ schnell die Türe aufkriege, wo Leute schnell drin sind und sagen, ja, selbstverständlich müssen wir ganz, ganz viel lernen. Es ist uns bewusst, weil einfach die Zeit so schnell ist, weil so viele Dinge neu passieren, weil wir an manchen Stellen auch nicht so viel gemacht haben in den letzten Jahren. Und es gibt wieder andere, die dann eher so quasi so in, ich sage jetzt mal, in so einer typischen Haltung da sind, jetzt präsentieren Sie doch mal. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Geben Sie mir doch mal, wie viele Ressourcen brauche ich denn? An wen kann ich es denn delegieren? Also so ich sage jetzt mal, die gesamte Bandbreite ist da vorhanden. Ich habe mich im Moment dazu fokussiert, quasi erstmal die Need of Urgency, wie das der John Kotter in Change-Projekten immer sagt, zu generieren. Das heißt, die kommen oft in die Meetings rein und denken, okay, jetzt geht es halt um ein IT-Projekt und gehen dann wieder raus und sagen, oh je, das scheint doch größer zu sein. So, und dann, wenn ich sie dann noch mit Leuten zusammenbringe, die dann schon Erfahrungen, also positive Erfahrungen natürlich auch habe, dann entsteht da so ein kleiner Prozess, ein Entwicklungsprozess. Was mich für mein Ziel natürlich jetzt im Moment deutlich weiterbringt, ist nämlich genau das, was ich selber ja eigentlich immer, ich will nicht sagen predige, aber eigentlich, wo ich ein großes Herzblut reinstecke, ist, statt über Leute, mit Leuten zu reden. Und was da jetzt auch rausgekommen ist, ist, dass wir uns natürlich sehr, sehr gerne auf Führungskräfte stürzen, in der ganzen New Work-Diskussion, in der ganzen Learning. Also Führungskräfte sind eigentlich schon so ein beliebtes Ziel da drin. In der Diskussion mit Führungskräften und dem Think Tank, was ich auch letztes Mal kurz berichtet habe, ist jetzt auch rausgekommen, dass es vielleicht auch durchaus Sinn macht, wesentlich mehr Gewicht und Priorität zum Beispiel auch auf die Assistenzfunktionen zu legen. Weil die ja eigentlich eine sehr, sehr starke Wirkung haben, sowohl nach unten, wenn man so will, nach außen in die Organisation, als auch zu ihren Führungskräften. Zu wem würde denn eine Führungskraft genügend Vertrauen haben, um mal schnell etwas zu lernen? Wo können die denn mal schnell schauen, wie was geht, wenn nicht bei der Assistenz? Das heißt, wenn ich die Assistenzfunktionen motivieren kann, wenn ich denen kleine Hilfestellungen geben kann, wie sie ihre Arbeit besser machen können, dann habe ich auch gute Hoffnungen, dass wir damit auch die Führungskräfte zum Lernen kriegen. Also das ist jetzt quasi nochmal ein neuer Hebel, den ich da ganz verstärkt auch angehe im Moment. Auch da haben wir natürlich eine Zahl von, sagen wir mal so grob, 20.000 weltweit.
Also ist jetzt auch nichts, was man so mal schnell am Nachmittag machen kann. Aber nochmal eine interessante Perspektive, einfach ranzugehen, wenn man nicht direkt so einfach zu den Leuten kommt, ob man es nicht vielleicht über so einen kleinen Umweg schafft, indem man jemanden befähigt, wie man es so schön deutsch übersetzt, Enablement, dass der oder diejenige quasi einfach effizienter wird, besser wird oder auch neugierig ist auf die Sachen, die da kommen. Also einfach nochmal ein ganz neuer Ansatz getriggert, und das ist für mich eins der Ergebnisse, die ich bei Working Out Loud auch oft erlebe. Man rennt manchmal so mit so einem Tunnelblick auf sein Ziel zu und versucht es mit mehr oder weniger Gewalt auch zu erreichen und verbaut sich damit aber auch so ein bisschen so die Seitenwege, die Möglichkeiten. Und die Okay, anderen interessant. helfen einem, das zu reflektieren und sagen, hey, hast du schon mal daran gedacht? Und dann so, nee, eigentlich nicht. Also wir haben daran gedacht, aber so, ja, machen wir auch. Und jetzt ist es eigentlich mehr so, ja, eigentlich. Nicht nur auch, sondern ganz besonders. Ja, sogar ein Schwerpunkt. Ah, schön. Ja, ich komme langsam wieder in den Normalarbeitsmodus, so nach meinen vielen Ausfällen bisher, und habe jetzt auch jetzt schon mal ein paar Leute motiviert, mitzuwerben bei denen, die bisher noch nicht in den sozialen Netzen sind. Das Problem ist ja da auch, es macht keinen Sinn, da auf Twitter aufzufordern oder in sozialen Netzen aufzufordern, weil die ja genau noch nicht da sind. Also die muss man doch erreichen mit alten Methoden, also E-Mail oder persönliche Gespräche. Und ich werde jetzt so alle 2, 3 Tage irgendeine interessante Info, warum es denn Sinn macht, von Corporate Learning Experten auf Twitter zu sein. Ich werde es mal ein bisschen auf Twitter spezialisieren, weil ich glaube, das ist der einfachste Einstieg, sodass das weitergegeben werden kann, ne? Und da wird es jetzt auch eine Webseite geben, wo noch ein paar Argumente stehen, sodass man auch auf die Webseite verweisen kann, damit es leichter ist, die Idee zu verbreiten. Aber es gibt immer mehr Leute, die sagen, ja, Mensch, tolle Idee, und ich hoffe, sie werden dann auch selber aktiv werden, in ihren Kreisen Leute anzusprechen oder Leute zu motivieren, da einfach mal zu probieren. Aber Karl-Heinz, entschuldige, wenn ich da so einen kleinen Impuls, wenn du sagst, du möchtest jetzt Leute in Twitter ganz speziell in dieses Tool, in diese Plattform bringen, könnten wir doch auch da wieder unsere großen Netzwerke, die wir ja im Moment haben, auch nutzen, dass wir sagen, lass uns doch mal eine Stichpunktliste machen, wo quasi kollaborativ jeder reinschreibt, was ist denn oder warum Twitter? Was ist denn mein Vorteil in einem Wort oder maximal halt zwei, dass es jetzt nicht gleich wieder ganz viel Text wird, sondern dass wir eine Liste haben von Gründen, warum sollte jemand Twitter nutzen? Ich könnte mir vorstellen, die Antje würde das auch gut finden. Gute Idee, ja. Warum musst du es alleine machen? Ja, hast du recht, ja, gut. Stimmt, genau. Wo könnte man das zentral machen, damit möglichst viele Netzwerke darauf zugreifen können? Ich meine, könnte eine Seite auf cola.de sein, ne? Ja, ich hätte fast gesagt, das sollte ein Blog von dir sein und wir tragen es per Kommentare zusammen. Und dann kann man es nochmal konsolidieren oder du konsolidierst es oben im Blog. Ja, also ich bin schon da ein Freund von einem mehr kollaborativen Stil, weil im Blog ist für mich, einer sagt was und andere dürfen quasi ein bisschen kommentieren. Das ist schon fast eine Hierarchie, eine Festsetzung. Wenn du so ein Docs-Dokument aufmachst oder sowas, wo wirklich jeder da reinmachen kann, da ist man eher auf Augenhöhe. Also ist mein Gefühl jetzt speziell. Also oder eine Wiki oder sowas. Bei dir zum Beispiel, Schliemann, du hast ja auch diese Ich Wiki habe bei dir. den Link gerade mal gepostet, weil da haben wir schon mal irgendwann 10 gute Gründe zusammenkuratiert, die aber sicher nicht als final und endgültig anzusehen sind. Oder halt ein Etherpad, ne? Etherpad oder Google Doc. Ein Etherpad ist wahrscheinlich die einfachste Lösung für alle, ne? Ja. Gerade wenn wir es im Mukaton einstreuen, das haben wir eh an ein paar Stellen schon mal verwendet, mit dem Ja. Lerngruppen und mit dem Marktplatz, ne? Aufgabenmarktplatz. Wunderbare Idee, genau. Das und damit, da stehen dann hoffentlich auch Namen. Also wir sollten die Leute auffordern, dass sie ihre Namen daneben schreiben, damit man weiß, wer nutzt Twitter wie oder wer gibt welche Empfehlung. Das wäre ja auch ganz gut, ne? Ja, du kannst auch vielleicht runterschreiben, was ist denn euer inspirierendstes Twitter-Video? Was hat es euch denn erklärt? Also um da so eine Linksammlung vielleicht aufzubauen. Ich will es nicht zu groß machen, aber da kann man ja von verschiedenen Richtungen rangehen, dass man einfach mal so eine Sammlung hat. Was hat mich zu Twitter gebracht? Was sind für mich die Key-Aussagen, warum ich Twitter nutze? Was ist der große Mehrwert? Vielleicht auch, was stört mich an Twitter? Keine Ahnung. Also muss man halt schauen, wie es vielleicht auch dann wächst.
ein anderes Format, was mir jetzt an der WOL-Week sehr gut gefallen hat. Da gab es ja dieses Template um dieses My-WOL-Moment, hieß das, glaube ich, ne? Wo man quasi von Personen, das sind dann so Art DIN A5-Karten große Testimonials rausgekommen. Da war halt der Name, das Bild, irgendwie ein schlagkräftiger Titel und ein paar Zeilen Text, was so der Punkt war, wo man WOL für sich entdeckt hat. Ne, und so hast du halt wie so einen Card-Catalog mit kleinen Stories gehabt. Ne? Wenn man sowas vielleicht im Kopf hat, dass man nicht eine Liste zusammen kuratiert mit, das sind die Top 10 Gründe oder Top 20 Gründe, sondern die Menschen mit ihren Geschichten dahinter sichtbar machen will, könnte man auch sowas sammeln, ne? In Form einfach von einem Google-Form mit drei, vier Eingabefeldern, Link zu einem Bild, Name, schlagkräftiger Titel, Kurzbeschreibung und könnte das so sammeln. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sowas in unsere Netzwerke streut, da kriegt man schon irgendwas zwischen 30 und 50 solche Testimonials zusammen, ne? Was für sich ein cooles Asset auch ist. Ja, okay, denke ich morgen mal drüber nach. Ja, wir müssen aber heute uns um unser Hauptthema kümmern. Jetzt geht es um diese Übung, ein Brief von deinem zukünftigen Selbst. Harald, du bist genau der Richtige, uns das ein bisschen ausführlicher zu erklären. Also ich finde die Idee schon mal gut, sich einfach in die Zukunft zu versetzen und sich dann selber zu beschreiben, was man alles erreicht hat und auf die Art und Weise das, was wir vorhin gehört haben. Wie war das? Die Gedanken, der Körper folgt den Gedanken. Also die Gedanken so auszuformulieren, dass dem Körper gar nichts anderes übrig bleibt, als wirklich dahin zu kommen. Ja, und wir sollen unseren Brief formulieren. Harald. Tja, dann. Ich kann natürlich jetzt also in der Form nicht parallel meinen Brief formulieren und gleichzeitig Ihnen erklären, was das bedeutet. Also von daher werde ich das auch nachholen. Ich habe selber das Ganze auch schon zweimal gemacht. Also John Stepper greift da auf etwas zurück, was natürlich auch schon von Dale Carnegie und verschiedenen anderen Leuten verwendet worden ist. Es geht im Endeffekt darum, eine Zukunft, eine mögliche Zukunft, mal wirklich in Worte zu fassen, in Gedanken erstmal, dann in Worte zu fassen und diese Worte wirklich auch hinzuschreiben. Es gibt viele, die auch sagen, und das bitte nicht im Rechner, also irgendwie digital zu machen, da bin ich jetzt immer so ein bisschen hin und her gerissen, sondern das wirklich als ein Papierdokument zu machen, dieses Ding wirklich in einen Umschlag zu stecken. Und dann kann man sowas auch wirklich mal irgendwo hinlegen und dann vielleicht nach einem Jahr oder sowas wieder rausholen oder nach 5 Jahren. Also ich habe das selber gemacht im Rahmen einer Ausbildung vom ISB. Da haben wir das gemacht am Anfang der fast einjährigen Ausbildung. Haben wir diesen Brief an uns geschickt. Was soll denn am Ende von dem Lehrgang, wie stelle ich mir das dann vor? Wie bin ich denn dann? Und haben den dann wirklich in der letzten Session aufgemacht und ja, man ist dann schon erstaunt, was in einer doch relativ kurzen Zeit dann alles passieren kann. Den Fokus, den John Stepper da auch natürlich draufsetzt in diesem Brief, ist, dass es nicht rein darum geht, ich möchte schön, reich und sonst irgendwas sein, sondern im Endeffekt versuchen, das Ganze an einem Ziel festzumachen, das auch messbar ist, das greifbar ist. Es gibt so eine einfache Formel, die nennt sich ein smartes Ziel sozusagen zu formulieren. Smart wird ja quasi, oder diese Zieldefinition wird ja durch 5 Attribute klar gemacht. Das sind die Einzelbuchstaben von Smart. Also ist es im Endeffekt spezifisch. Was ist es genau? Ist es messbar? Nach welchen Kriterien kann ich sehen, ob ich es erreicht habe? Ist es ansprechend? Also ist es auch wirklich etwas, was attraktiv ist, was ich gerne machen möchte? Braucht man, um an diesem Ziel natürlich nachhaltig weiterzuarbeiten? Es muss realistisch sein. Also irgendwie muss es schaffbar sein, auch wenn es gerne auch ein gewisser Stretch sein darf. Und es sollte im Endeffekt mit einem fixen Datum festgelegt sein. Also nicht, ich will irgendwann mal irgendwas machen, sondern ganz konkret, ich möchte am Ende des Circles, der Working Out Loud hat ja selber als Ganzes auch so ein Ziel, am Ende dieses 12 Sessions möchte ich dieses und jenes Ziel erreichen und ich erreiche dieses oder ich merke da, an was merke ich, dass ich dieses Ziel erreicht habe, das zu spezifizieren. Eine Besonderheit gegenüber diesen Smart-Zielen, die eher technischer Natur sind, wo man also quasi hinschreiben kann, ich möchte bis, also wenn Karl-Heinz jetzt zum Beispiel mit Twitter, ich möchte bis zu dem 12. Circle, möchte ich 400 Leute auf Twitter haben, die dann mit einem Hashtag sowieso ihre Bereitschaft, das jetzt weiter zu nutzen, bekundet haben. Also das wäre jetzt so ein sehr, sehr technisches Ziel.
was natürlich auch viel, viel anderen Aufwand mit sich bringt. Was aber jetzt mit dem Brief an sich selber eher gemeint ist, stell dir mal vor, Karl-Heinz oder jetzt alle anderen, die sich das anschauen, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Was würdest du denn machen vielleicht sogar an diesem Tag? Ist das für dich dann ein großes Fest? Ist das etwas, wo du sagst, ja gut, jetzt habe ich es endlich? Oder ist das wirklich ein spürbarer, emotionaler Erfolg? Der Grund, warum man da so reingeht, das mit Emotionen zu verbinden, ist, dass wir natürlich, wenn etwas aufgeladen ist, idealerweise natürlich mit positiven Emotionen, dann ist es etwas, an dem wir auch gerne arbeiten und uns dann, wenn wir das niederschreiben, also das Gehirn lernt auch über die Hand, die quasi die Worte formuliert, wird das quasi so ein bisschen so nicht eingebrannt, aber schon, es wird manifestiert im Gehirn, so habe ich es verstanden zumindest, ich interpretiere das ja auch alles nur, dann kann ich dieses Gefühl zwischendrin immer wieder abrufen und sage, okay, nee, das wäre es jetzt. Es wird bei so Slimfasten oder bei sowas auch ganz oft gemacht, dass man sagt, okay, nicht irgendwie 20 Kilo weniger, sondern okay, was ist denn da dein Ziel? Wie fühlt sich das denn an, wenn du dann wieder in die Klamotten von deinem Hochzeitsanzug passt oder irgendwie sowas? Also stell dir mal vor, du gehst dann abends weg und wow, wie schauen die Leute dann auf dich? Also in dem Kontext. Genauso kann man das hier drin dann eben auch machen, dass man sich ein wirklich emotionales Ziel setzt. In meinem Fall jetzt, die Führungskräfte sind engagiert. Ich komme in einen Raum rein und die Leute wollen wissbegierig sehen, okay, was könnte denn sein? Ist nicht nur von mir, sondern natürlich von anderen. Oder eben die Veränderung, haben Lust auf Veränderung und nicht in Form von vielleicht, wie es heute an vielen Stellen dann noch ist, oh mein Gott, jetzt kommt das nächste Ding. Ja, und dieses Gefühl mal auszumalen mit Worten, in so einen Text zu schreiben, diesen Text niederzulegen, dieses Gefühl einerseits im Brief festzuhalten und andererseits aber auch entsprechend im Kopf zu behalten, im Kopf auch auszumalen über die Schrift, ist, glaube ich, ein Prozess, der ja, sehr prägend sein kann und für solche Ziele und deren Erreichung sehr gut helfen kann. So viel habe ich, so habe ich das verstanden. Für mich ist das natürlich auch eine Weiterführung von einer vielleicht kürzeren Form, die ich sehr gerne auch immer verwende, wenn ich höre, wie Leute über bestimmte Ziele sprechen. Da gibt es diesen Satz, Worte generieren Wirklichkeit. Mhm. Also wenn ich in ein Meeting reinkomme und die Leute erzählen mir, ah, da müssen wir das durchboxen und das müssen wir halt, also es gibt eine sehr kriegerische Mentalität, über Ziele zu sprechen. Mhm. Die müssen wir jetzt beglücken mit irgendwas, dann weiß man schon genau, was da eigentlich im Hintergrund schon läuft. Diese Worte sind oft nicht ganz ernst gemeint, wenn sie gesagt werden, aber sie tun was mit einem. Mhm. Und genau dieses im Kleinen, die Worte, die quasi im Gespräch Wirklichkeit generieren, so würde ich, also das ist jetzt meine persönliche Verbindung, die ich auch zu diesem Brief an mich selbst habe, wenn ich das noch hinschreibe und wenn ich mir da wirklich Gedanken über den Satzbau vielleicht mache, dann wird dieses Ziel noch, also ich arbeite ganz intensiv an der Erreichung dieses Ziels. Mhm. Da streift man ja auch viele Themen wie, sagen wir mal, aus der Kommunikation, so neurolinguistisches Programmieren und gewaltfreie Kommunikation, Spiral Dynamics und wie da so die ganzen Methoden und Themen heißen. Ne? Also es ist auch spannend, wenn wir uns Briefe dann vorgelesen haben. In den Briefen kommt selten so diese Machtsprache vor. Weil wenn man, es sagt sich so schnell, dass man den anderen halt irgendwie niedermacht oder was weiß ich, also solche Sachen, wir sind ja in einem Battle, wir müssen jetzt in den War Room. Also so hat es bei uns teilweise Meetings mal gegeben, wir gehen jetzt in den War Room, habe ich gesagt, Leute, das könnt ihr komplett, nein, also ich gehe in keinen War Room mit jemandem, ich will nicht mit jemandem in Krieg. Wir wollen miteinander diskutieren, wir wollen uns auf Augenhöhe austauschen, aber das ist kein War Room. Ja, aber das, was da drin stattfindet, ist doch, habe ich gesagt, ja, wenn ihr das Ding so nennt, wenn das Ding so ein Türschild hat, dann könnt ihr euch nicht wundern, dass die Leute sich da drin so verhalten. Ja. So, dann hat man es geändert und beim Schreiben ist es dann, würde man das eher nicht machen. Ja, also da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Da gibt es die Elisabeth Wehling, die auch auf der letzten Republika wieder so einen tollen Vortrag gehalten hat und sie untersucht, wie sie redet von Framing. Also das Gehirn wird durch bestimmte Worte in eine bestimmte Richtung gelenkt und alles, was danach kommt, wird dort einsortiert. Und das ist ein so mächtiges Werkzeug, dass sie auch analysiert hat, dass der Trump genau damit erfolgreich war. Und da kriegt man richtig den Schreck, was wir alles auslösen, wenn wir bestimmte Worte verwenden und damit bestimmte
Bahnen im Gehirn praktisch aktivieren, die alles, was danach kommt, da einordnen. Ne? Insofern, das ist das eine. Und das Zweite, was mir einfällt, das ist ja so aus der systemischen Sicht, da gibt es so eine spezielle Form der Wunderfrage. Also wenn Menschen in den ganz großen Problemen stecken, dann haben Therapeuten die Idee, einfach mal die Frage zu stellen und was wäre eigentlich, wenn dein ganzes Problem gelöst wäre? Was wäre dann anders? Also so im Sinne von, du wachst morgens auf, alles ist gelöst, was ist jetzt anders? Und dann beginnt man, sich diesen Zustand auszumalen und dann fragt man immer weiter, und wer würde es merken, dass dein Problem gelöst ist, ne? Und wie reagieren die anderen auf dich? Wie wirst du darauf reagieren? Also man sorgt dafür, dass im Hirn ein sehr intensives Bild dieses Zustandes entsteht. Und dann sagt man, wenn man dort schon mal gewesen ist in diesem Zustand, dann ist damit bewiesen, es ist nicht unmöglich, dahin zu kommen. Und gerade jetzt in der Therapie ist ja eigentlich der Anlass immer, dass Menschen nur dann einen Therapeuten brauchen, wenn ihnen die Wahlmöglichkeiten fehlen. Also wenn sie nicht wissen, was könnte ich jetzt noch tun? Und damit ist eine Wahlmöglichkeit plötzlich eröffnet, ne? Also ich war auch ganz fasziniert von dieser Wunderfrage, die man natürlich sehr systematisch einleiten muss, damit die Leute da auch wirklich mitgehen. Aber es funktioniert bei jedem. Und wenn man dann am Ende die Frage stellt, und was wäre jetzt der erste Schritt, dahin zu kommen? Wissen die Leute in der Regel sofort, was sie tun müssten. Also von daher ist es so erfreulich, wenn man einfach dieses Feld mal öffnet. Und dieser Brief soll offensichtlich genau das Gleiche machen. Das ist die gleiche Grundidee, glaube ich. Ja, habt ihr schon Ideen für eure Briefe? So ganz ausformuliert haben werden wir die sicherlich noch nicht. Simon, hast du schon eine Idee? Ja, ich habe einen Ansatz, ja. Ich habe, als Harald angefangen hat, es zu erklären, mal ein bisschen versucht zu formulieren und habe mal so einen Fünfzeiler geschrieben. Das ist hier noch kein langer Brief. Ich lese ihn einfach mal vor. Ich habe geschrieben: Herzlichen Glückwunsch, du bist der Linus Torvalds des Managements geworden. Zu Beginn hat niemand geglaubt, dass ein Organisationssystem für lernende Organisationen eine Zukunft hat. Heute verwenden über 50% der Organisationen LernOS, das ist der Name, den ich dem gegeben habe, und helfen zusammen mit einer großen Community von Beitragenden an der Weiterentwicklung des LernOS-Kerns und der LernOS-Apps mit, ja, an der Weiterentwicklung mit. Genau, also das ist so der Versuch, das mal in drei Sätze zu packen und diese Parallele einfach zu der Linux-Vision damals von Linus Torvalds zu spannen, wo ja am Anfang auch keiner dachte, dass das irgendein Betriebssystem ist mit Zukunft und heute sich zumindest mal im Servermarkt sich das weitestgehend durchgesetzt hat. So Webserver werden überwiegend auf Linux betrieben, Desktops nicht so viel. Aber so diese Idee, das kann zwar lange dauern, aber hat durchaus eine Chance, sich durchzusetzen. Und auch ein ambitioniertes Ziel sozusagen, Organisationen nutzen es, tragen aber auch bei, das ist mir wichtig, dass man sagt, so jemand kann was nutzen, was Open Source ist beispielsweise, trägt dann aber seine Erfahrung, seine Weiterentwicklung, seine Ideen dann eben auch bei und steuert es der Community wieder zu. Doch sehr schön konkret, Simon, fand ich. Also. Ja, es ist konkret. Es ist halt, ich finde, das Schwierige ist, bei technischen Systemen tun wir uns immer relativ leicht, das zu umreißen. Bei sozialen oder soziotechnischen Systemen ist es schwierig. Also sprich, sobald du halt von Managementsystemen sprichst oder von Organisationssystemen, ne, das sind dann schon wieder, das ist so ungreifbar. Ein Betriebssystem ist irgendwas, das kaufe ich mir auf einer CD oder lade es mir runter, installiere es. Das ist irgendwie so für viele auch immer noch ein Buch mit 7 Siegeln und die wissen auch nicht im Kern, was da innen drin passiert, aber irgendwie kriegen sie es zu greifen. Aber zu sagen, was ist denn das Management-System von Siemens, da kriegt man halt ganz, also man kriegt anhand der Antworten ein Gefühl dafür, dass das in den Köpfen sehr unterschiedlich ist. Von der eine, der sagt, das sind die Werte, der andere sagt, das ist unser QM-System, der andere sagt, das sind Führungsleitlinien, der andere sagt, das sind die Geschäftsprozesse. Und das quasi irgendwie greifbar zu machen, das halte ich für eine wichtige Aufgabe, weil wenn wir sagen, sozusagen Führung ist immer verteilter, vernetzter in komplexeren Umfeldern, dann müssen möglichst viele Leute
eine Idee des Organisationssystems der Organisation haben und so ungefähr das Gleiche darunter verstehen. Und das ist eine Herausforderung, der man aber vielleicht mit so einem Bild begegnen kann. Also das will ich einfach mal ausprobieren. Harald, du hast jetzt gar keine Zeit, darüber nachzudenken wahrscheinlich. Ja, ein bisschen schon, weil ich mir auf der Fahrt hierher Gedanken gemacht habe. Ich hatte kurz vorher noch ein Podcast-Interview mit Herbert Just, der war auch gerade noch da. Er ist jetzt leider nicht mehr da. Also an der Stelle herzlichen Dank. vielleicht schaut er sich es nachher nochmal an. Ich habe dieses wunderschöne Büchlein von ihm bekommen über Visualisierung von Dingen und wie einfach manchmal was sein kann. War ein ganz spannendes Interview, auch um das zum Thema Schulentwicklung und so weiter. Und das hat mir eine Sache wieder ins Erleben gerufen. Vielleicht ein komischer Satz, aber wenn man sich überlegt, ins Erleben gerufen. Und zwar hat er mir Fragen gestellt, was mich denn so antreibt, was sind denn meine Ziele? Und Karl-Heinz, wir hatten es vor der Aufnahme auch schon mal kurz besprochen. Es gibt ja Leute, die arbeiten sehr zielgerichtet auf ein deutliches, klar formuliertes Ziel hin. Auch wenn das länger dauert, aber die können eigentlich immer genau sagen, warum sie unterwegs sind. Für den einen ist es die Yacht, für den anderen ist es die Familie ernähren, für den dritten ist es wirklich eine größere Vision vielleicht. Ich würde mich da auch eher so bei dir einordnen, zu sagen, ich habe eine Mission mit Erlebnissen, also die ist gespeist aus Erlebnissen heraus, die ich in meiner Jugend hatte oder so. Und ich möchte da was dran ändern. Ich möchte was verbessern an der ganzen Geschichte. Transparenz, also die Art und Weise, wie Working Out Loud funktioniert, die Zugänglichkeit von Informationen, um Denken Menschen möglich zu machen, weil sie einfach Zugriff auf die Informationen und das Wissen haben, ist dabei ein ganz wichtiger Faktor. Und ich habe heute wieder in unseren Gesprächen in der Firma auch erlebt, dass bei ganz vielen Leuten noch dieses Need-to-Know-Prinzip, haben die das genannt, beherrscht. Nämlich, ich gebe den Leuten nur die Informationen, die sie unbedingt brauchen, damit sie ihren Job machen können und alles andere verwirrt sie nur. Und das ist für mich halt einfach ein Menschenbild, das kommt so aus dem vermutlich Terrorismus oder sowas. Das ist für mich absolut nicht wertschätzend, das ist keine Grundlage für Vertrauen und das erniedrigt in meinen Augen auch quasi allen Leuten, denen ich so begegne. Ich kann es verstehen, warum das so ist und ich kann es auch völlig nachvollziehen, dass Leute überfordert sind von der Informationsflut. Heißt aber für mich ja nicht, dass die damit nicht umgehen können per se, sondern man hat noch nie gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, dass Menschen durchaus in der Lage sind, mit Informationsflut umzugehen. Dafür gibt es im Hirn da entsprechende Areale. Das kann man auch wissenschaftlich nachweisen, dass es geht. Wir haben bloß die Kompetenzen noch nicht aufgebaut an vielen Stellen. Hindert mich aber nicht daran, dafür einzustehen und diesem Ziel nachzugehen. Also wenn ich jetzt diesen Brief schreiben würde, den ich noch nicht geschrieben habe, würde ich vielleicht wirklich da reinschreiben, mein Ziel, und das wäre wahrscheinlich sehr langfristig, genau diesen Humanismus, dieses Menschenbild in mein Umfeld, in die Welt zu tragen, wo ich halt die Möglichkeiten habe, dass Leute einfach wertschätzender miteinander umgehen, um allen, möglichst vielen, eben genau dieses Denken zu ermöglichen, dieses selber sich ein Bild zu machen, zu ermöglichen. Und ja, das wird ganz viele bunte Antworten geben, es wird ganz viele Perspektiven geben, es wird immer noch komplexer, je mehr Leute da mitdenken. Aber genau das ist doch das, was wir brauchen in einer komplexen Welt. Da gibt es halt einfach keine Trump-einfachen Antworten, in meinen Augen mehr. Das sollte es nicht mehr geben. Ja. Ja, wir hatten vorhin ja kurz darüber gesprochen, dass ich jemand bin, der so von diesen ganz konkreten Zielen gar nicht so viel hält, weil ich habe immer so die Vorstellung, wenn man ein ganz konkretes Ziel formuliert, dann müsste man es ja kennen, also man müsste schon mal da gewesen sein. Und weder ich war da noch andere, insofern kann ich mir zwar jetzt eine Konkretisierung eines Zieles vorstellen, aber ich habe immer das Gefühl, ich kenne die Richtung und ich weiß ganz genau, wo ich hin will, aber möglicherweise wird in 5 Jahren das Ziel, was ich heute formulieren würde, ein ganz anderes sein. Also insofern gehe ich mehr davon aus, man muss genau die große Richtung kennen und loslaufen, denn dazwischen wird es jetzt
jetzt ein paar Überraschungen geben, die ja gar keiner kennt, der den Weg noch nicht gegangen ist. Und möglicherweise gibt es da einen Abzweig, der total faszinierend ist und der zu auf einen anderen Berg hochführt, der viel besser ist als der, den ich von hier unten vielleicht gerade so erkennen könnte. Ne? Also so, das ist so meine Schwierigkeit. Aber jetzt zu meiner Ausrichtung. Ich bin ja angetreten, Innovationen im Corporate Learning umzusetzen. Und ich habe so den Eindruck, ja, es funktioniert ja auch. Ne? Also ich meine, der CL 2025 ist ja schon die zweite große Aktion, die durch das CLC-Kernteam jetzt gemacht wird. Ist nicht alles mein Job. Nee, da machen andere mit, ist richtig. Aber irgendwie habe ich mal den Anstoß gegeben, dass es dieses CLC-Kernteam gibt. Und ich bin ganz fasziniert, was da heute draus geworden ist. Und auch jetzt jeder von uns in diesem Kernteam geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also sie unterstützen damit auch irgendwo mein Ziel, aber ich persönlich gehe natürlich auch weiter mit dieser Idee. Bei jeder Konferenz, bei jeder Veranstaltung versuche ich, Leute zu gewinnen, die auch auf diese Idee einsteigen. So, und jetzt vielleicht ein bisschen konkretisierter. Ich stelle mir vor, also ich habe so einen Leitspruch, der heißt, gebt den Lernenden ihr Lernen wieder zurück. Was nichts anderes bedeutet als traut den Menschen zu, wenn sie eine Herausforderung sehen, dass sie in der Regel schon ganz grob wissen, was sie dafür brauchen und was sie da tun müssen. Und das bedeutet, man könnte es vielleicht daran messen, wenn es gelungen ist, ich sag mal in 5 Jahren, dass die Mehrzahl der Learning and Development Abteilungen Dienstleister sind, und zwar Dienstleister für den Lernenden, und Dienstleister deshalb betont, weil der Lernende dann der Auftraggeber ist und der Lernende sich die Dienstleistungen wählen kann, die ihm helfen auf seinem Weg, aber sie auch wieder abwählen kann, wenn er meint, nee, ich gehe lieber einen anderen Weg. Heute machen wir das anders. Heute sind die Learning and Development Abteilungen oft noch die Führenden. Also sie kriegen den Auftrag von einer Führungskraft, bestimmte Dinge mit Teilnehmern umzusetzen, und dann bleibt den Teilnehmer gar nichts weiter übrig, sich dem anzuschließen. So, und das will ich umdrehen. Und dann glaube ich, ist Lernen viel effektiver und natürlich auch viel wertschätzender für die einzelnen Mitarbeiter, weil man den Mitarbeitern auf die Art und Weise ihre natürliche Fähigkeit, sich Dinge selber zu erarbeiten, auch wieder zutraut. Vielleicht könnte man die These, ohne sie falsch zu machen, provokant umformulieren und sagen, liebe L&D-Leute, löst euch von der Illusion, dass ihr den Lernenden jemals das Lernen weggenommen habt. Also ich glaube, dass egal wo du hinschaust, Entwickler, Konstrukteure, da gibt es so eine bunte Welt von Fachzeitschriften, Meetups, Treffen, Community. Da hat nur einfach eine L&D-Abteilung überhaupt keine Karten im Spiel. Ja. Ja, und das sind jetzt so zwei Perspektiven. Hat L&D das irgendwann denen mal abgenommen? Ja. Die lernen jetzt nicht mehr und sitzen nur noch in Kursen. Das machen sie natürlich nicht, nur wenn es mal irgendwie Grundlagen zu lernen gibt. Ja, aber da gibt es eine ganz bunte Lernwelt, und ich glaube, ich muss diese Scheuklappe mal aufmachen und mich davon lösen, zu sagen, ich bin derjenige, der Lernen verantwortet, und ohne mein grünes Licht passiert hier gar nichts. Und mal gucken, wie bunt die Welt da draußen ist, und dann zu schauen, wo kann ich denn da unterstützen? Weil dann sehe ich auf einmal, dass ganz viel da ist, vielleicht unsystematisch da ist, vielleicht unsupported da ist, vielleicht noch besser sein könnte, wenn Plattformen da wären, wenn Infrastrukturen da wären, wenn Facilitator da wären. Na, und dann bin ich, glaube ich, in einer ganz anderen Ausgangsposition, weil ich nicht mehr gegen irgendwas arbeite, sondern irgendwie eine ganz neue Art sehe, mich einzubringen und mit den Bestehenden zu arbeiten und auch auf ganz viel Bestehendem aufzusetzen. Also ich glaube, man kann auch mal, wenn ich dir das so reflektieren darf, Karl-Heinz, ich meine, in dem MOOC sind jetzt über 1000 Leute drin. Das sind größtenteils Lernverantwortliche oder zumindest extrem interessierte Leute. Das heißt, so eine große Menge von Leuten mal zusammenzubringen und über Wochen auch entsprechend mehr intensiv oder weniger intensiv zu begeistern, mitzunehmen, das ist eine unglaubliche Leistung, kann man auf der einen Seite sagen. Und das ist auch ein Riesenerfolg jetzt schon, weil diese Leute ja alle drüber nachdenken, drüber reflektieren.
Also ich glaube, man darf gern auch mal zwischendrin sich so, Deutschland ist stolz, immer so ein schwieriges Wort, aber man darf sich einfach mal auf die Schultern klopfen und sagen, schau mal, wie weit ist eigentlich schon du jetzt mit deiner Initiative, mit den ganzen Leuten, die da auch beteiligt sind, wie weit ihr das schon gebracht haben. Das ist doch unglaublich toll. Und wenn du die Ziele, also ich habe dir vorher auch ganz aufmerksam zugehört, weil wir reden immer davon, dass wir ja eigentlich gar nicht so konkrete Ziele haben, ich auch. Gleichzeitig sind aber sehr, sehr konkrete Ziele auf diesem Weg dahin formuliert. Also das Ziel, bis dahin möchte ich so und so viele Leute haben, die und die Firmen möchte ich haben, die sollen an Bord sein, die haben das und das Thema. Dann gibt es einen Ablaufplan. Also das sind ja ganz, ganz viele kleine Ziele aneinandergereiht, die notwendig sind, um so eine Mission überhaupt in eine Richtung zu bringen. Ja. Also man wird oft vorgeworfen, bekommt oft vorgeworfen, also ich auch öfter, ja, wo willst du genau hin? Mhm. So wie du es wunderbar beschrieben hast, dieses genau möchte ich ja mit den Leuten erarbeiten, um die es geht. Wenn die dahin gehen, wo ich hin will, dann mag das ja für mich vielleicht lustig sein, aber bestimmt nicht für alle anderen. Aber wenn ich mit den Leuten mich auf den Weg mache und kleine Ziele erreiche und in diesen Zielen dann agil, nenne ich es jetzt auch mal, die Richtung anschaue, passt da, wo geht was auf, wo entsteht da gerade was und diesen Verstärkungshebel dann auch verwende, das ist für mich nicht ziellos, sondern das ist das Ergebnis vom Erreichen von vielen, vielen kleinen Zielen, die man aber einem größeren Vision unterordnet vielleicht. Mhm. Also das ist ein schönes Argument, was du da gerade bringst, dass ja man diesen Weg nicht alleine gehen will und dass man ihn mit den anderen gehen will und damit auch offen sein muss für deren Ideen und deren Wünsche unterwegs. Ne? Das widerspricht bloß unserem betrieblichen Denken. In den Betrieben ist immer klar, man muss ganz konkret sagen, das und das will ich erreichen, dafür will ich so und so viele Ressourcen haben und dementsprechend muss man sich hinterher verantworten, ob man genau da angekommen ist. Wobei ich glaube, es gibt ja in die Richtung viele Ansätze, die genau das aufbrechen. Also wenn man zum Beispiel mal in die Strategielehre schaut, bei so jemand wie Mintzberg, ne, der spricht davon, es gibt sowas wie Intended Strategies, also Strategien, die man sich mal vorgenommen hat, so dieses typische Vorstand zieht sich zurück mit Strategieberatung, verkündet eine große Strategie und muss dann irgendwie die Strategieumsetzung machen. Ne, und Mintzberg spricht davon, der sogenannten Emergent Strategy, also wenn die Intended Strategy auf die Realität trifft, dann wird die ja meist nicht 1:1 umgesetzt, sondern dann passiert irgendwas und dann kommt irgendeine andere umgesetzte Strategie am Ende raus. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir uns einfach im Management von Organisationen von so einem mechanistischen Weltbild einfach auch lösen müssen, zu sagen, wenn der Maschinenführer sagt, wir machen jetzt nicht 100 Umdrehungen, sondern 110, dann läuft die Maschine auf 110. So geht's halt nicht. Und deswegen glaube ich, wir müssen halt vielen Menschen so ein bisschen Grundbegrifflichkeit der Strategielehre vielleicht beibringen. Wir haben jetzt viel gesprochen über Zweck, ne? So Simon Sinek, Purpose, über Ziele, über Visionen, über Strategie. Ich glaube, viele würden das schon alles gar nicht auseinanderhalten können. Was ist da eigentlich der Unterschied? Ne, und zu sagen, wenn wir eine Organisation mit 100.000 Leuten haben, dann haben wir da 100 Zwecke, 100 Visionen, 100 Sets von Zielen, 100 Strategien zu erreichen. Und das nicht nur 100.000 Mal auf individueller Ebene, sondern auf einer Abteilungs-, auf einer Bereichs-, auf einer Sektoren-, auf einer Gesamtorganisations-, vielleicht Konzernebene nochmal. Und die sind natürlich alle nicht bewusst reflektiert und entschieden und kommuniziert, sondern halt teilweise bewusst, teilweise nicht, teilweise gibt es eine Hidden Agenda. Und ich glaube schon, dass Working Out Loud mit dieser Idee, man setzt mal an eigenen Zielen an, dazu helfen kann, dass sich einfach jede Einheit, die in so einer Organisation eine Rolle spielt, über ihre Vision, wo will ich eigentlich hin und ihre Ziele und so weiter, bewusster wird, die kommuniziert. Und dann entsteht halt so ein gekoppeltes Netz von vielen Missionen und Zielen und Strategien. Und je transparenter man das hat, desto flexibler kann man, glaube ich, auch sagen, gut, du hast jetzt das Ziel, ich habe das, wie kann das zusammenpassen? Und es entsteht halt so ein dynamisches Netz von sich rekonfigurierenden Zielen und Visionen. Und das ist super dynamisch. Das ist natürlich nicht so, dass ich wie im Kommunismus sagen kann, jetzt schreibe ich da meinen 5-Jahres-Plan hin und genauso machen es dann 100.000 Leute.
Okay, also ja, ich glaube, so zusammenfassend kann man so sagen, ja, es macht schon Sinn, sich über ein konkretes Ziel Gedanken zu machen, auch wenn man es nicht so ganz konkret formulieren kann, aber zumindest, dass man sich darüber bewusst ist, wo sind so die Leitplanken? Also wo weiche ich eigentlich von meinem Weg in Richtung meines Zieles ab? Und das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, will ich das Ziel ganz konkret formulieren oder will ich so mehr die Mission formulieren und trotzdem mit allen darüber reden, Genau. wo es lang geht, ne? Und Vielleicht auch, wo muss ich agil sein und mein Ziel dann ändern. ja, Also wir hatten genau. in der Gründungszeit am Anfang einen Coach, der hat immer gesagt, jeder Plan scheitert, wenn er auf die Realität trifft. Aber das ist kein Grund, keinen Plan zu machen. Ja, genau. Das Also ist ich würde gut vielleicht auch zusammengefasst. nochmal, um das mit Working Out Loud auch nochmal richtig zu verknüpfen. Wir haben jetzt natürlich in der Diskussion schon fast so ein bisschen über Lebensziele diskutiert. Bei Working Out Loud geht es ja schon um Dinge, die man innerhalb von 12 Wochen auch erreichen kann. Und ich denke, dass es in dem Zusammenhang natürlich schon sehr sinnvoll ist, dann anhand dieses einmal definierten Ziels entlang zu gehen. Es soll ja eine Unterstützung sein, um sein Working Out Loud Ziel auch zu erreichen. Und da macht es, glaube ich, schon eher Sinn, wirklich das Ganze versuchen zu formulieren. Wir haben jetzt aus der Erfahrung bei uns zum Beispiel gelernt, was passiert da. Die einen stellen nämlich zum Beispiel im dritten, vierten, fünften Circle fest, dass sie dieses Ziel, das sie nie richtig formuliert haben, aber immer irgendwie ein Antrieb da war, dass das plötzlich seinen Wert verliert. Weil sie nämlich genau diese emotionale Geschichte mal durchgemacht haben. Ja, was wäre denn, wenn? Ja, oh, jetzt könnte ich das Ziel ja plötzlich erreichen. Und plötzlich stellen sie fest, dem jage ich jetzt seit 10 Jahren hinterher, jetzt ist es ja gar nicht mehr dran. Das ist nicht mehr wichtig, das Ziel. Also auch das ist ja eine tolle Erfahrung, mal zu sagen, ich kann dieses Ziel mal loslassen, weil es ist nicht mehr wichtig. Andere können durch diese Formulierung des Ziels stellen sie plötzlich fest, wer da eigentlich alles beteiligt ist, um dieses Ziel zu erreichen. Was ja dann wieder über Working Out Loud verstärkt wird dadurch, dass ich da ja Netzwerke und jetzt auch hier im Team Leute erreichen kann, die mir dann genau solche Kontakte herstellen können. Weil eben einfach die Reflexion da ist, hey, das Ziel so, da brauchst du doch den und den dazu. Ja, also Harald, du hast es vorhin schön erklärt, man muss unterscheiden zwischen der Vision, glaube ich, wo man hin will, und das ist jetzt der Brief, das ist eigentlich die Vision. Und du hast vorhin gesagt, natürlich, und ganz konkrete Ziele, dieser Corporate Learning 2025 dauert 10 Wochen, jede Woche beginnt am Montag, jede Woche hat einen bestimmten, ne? Da gibt es dann ganz konkrete Ziele, die man auch festlegen muss, sonst läuft es nicht, ne? Also von daher, da hast schon recht, bist bei der Vision. Da habe ich so meine Schwierigkeiten, ob man das so konkret fassen kann. Ich würde jetzt aber gern zum nächsten Punkt kommen. John Stepper gibt uns jetzt als Übung, das, was wir als Ziel haben, möglichst auch in unsere Online-Präsenz irgendwie mit einem kurzen Satz, mit einer Bemerkung irgendwie unterzubringen, so dass man damit offensichtlich auch ein Stückchen mehr Verpflichtung spürt. Oder warum soll man das machen, Harald? Wir hatten letztes Mal glaube ich, eine längere Diskussion. Ich hoffe, ich habe nicht nur alleine geredet, über diese Tagline in LinkedIn und in diesen Twitter oder die Bio und sowas. Also dieser eine Satz, der quasi das Profil beschreibt. Das wäre, glaube ich, da ein ganz guter Ort. Also, ich hatte beim letzten Mal geschrieben, bei mir steht drin eigentlich eher so, das Was ist nicht so wichtig wie das Wie. Also etwas mit Passion zu machen, ist mir wichtiger als welche Tätigkeit ich gerade verrichte. Das ist ja jetzt eher so eine Haltungsaussage, während jetzt da die Möglichkeit geboten wird zu sagen, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel Twitter sehen würde, dann könntest du ja sagen, in meine Tagline schreibe ich rein, Klarheit für oder Twitter ist großartig oder also das ist jetzt ein bisschen sehr platt natürlich, aber den Mehrwert von Twitter darstellen. Also wenn du in dem Moment, wo du dein Ziel sichtbar für andere ja formulierst, können sich andere entweder an dem Ziel reiben und würden dir entweder halt kritischen Input geben oder sie sagen, wow, das machst du, jetzt interessiere ich mich dafür. Und dann passiert genau das, was ich am Anfang gesagt habe von der Session als kleine Einheit. Du gibst den Leuten die Möglichkeit quasi oder die Sichtbarkeit zu sagen, ah, da ist ja jemand unterwegs zu diesem Ziel. Ich hatte das Ziel ja auch mal, lass mich mal mit dem reden. Und dann passiert genau das, dass du Lösungen animierst, zu dir zu kommen. Und wenn es nur die richtigen Fragen sind. Ja, gute Idee. Ja, wunderbar. Das macht Sinn. Ja, damit verteilt man einerseits seine Idee und andererseits stärkt man sein Netzwerk, weil andere darauf reagieren.
Und hat diesen Effekt, dass quasi dein Netzwerk dich in der Regel auch immer wieder tangiert und sagt, du, und bist schon so weit? Oder also die einen sind, die dich länger begleiten, die werden dich vielleicht fragen, und wie schaut's aus? Die dich zum ersten Mal kennenlernen, werden dich ganz frisch und unvoreingenommen einfach fragen, super, interessiert mich, erzähl mal. Das also man kriegt diese schönen Trigger auch, um dran zu bleiben an der Sache. Ja, okay. Ah, das ist eine gute Idee, auf die wäre ich noch gar nicht gekommen. Aber das kann man ja ziemlich dynamisch halten. Immer wenn er wieder ein neues Ziel sich vornimmt, dass man das wieder damit überall veröffentlicht. Xing hat auch so eine Möglichkeit, ne? Da steht ja immer so ein Satz drunter. Und einige Leute machen das auch relativ häufig. Und wir haben ja bei einem der vorherigen Working Out Loud Circle auch drüber geredet. Oder du hast gesagt, wie wichtig es ist, dass man das auch ab und zu aktualisiert, ne? Und allein die Aktualisierung wird ja allen wieder mitgeteilt. Ja, dann macht es ja auch Sinn. Na, Also ich wunderbar. mache es mal dann auch noch mal an einem anderen Beispiel fest in der Continental. Wir haben die HR hat sich zwei Ziele vorgenommen und eins davon ist, we enable transformation. So, diese zwei Worte, HR enables transformation, von der digitalen Transformation ist da natürlich die Rede, das steht jetzt quasi überall drauf. Das ist so eine ganz kleine Botschaft, die natürlich auch nach innen wirkt, weil jetzt kann nämlich jeder seine Arbeit reflektieren, mach mit dem, was ich jetzt gerade mache. Befähige ich damit die Transformation? Bin ich da Teil dieser Transformation? Mache ich da was für unseren Kunden in-house als HR, für unsere Leader, für unsere Funktionen, für die Organisation oder eben nicht? Also diese kurze Zielbeschreibung, in dem Fall ist es ein Ziel, würde ich sogar sagen, ein bisschen ein Weg auch mit dabei, eine Mission, hilft natürlich den Leuten auch zu reflektieren. Bin ich da noch richtig unterwegs? Bin ich überhaupt richtig unterwegs in der Richtung? Und das hat auch wieder was mit dem Framing zu tun, was die Elisabeth Wehling dort beschrieben hat. Ich glaube, ja, so langsam wird klar, da kann man viel, also das kann man viel besser nutzen, wenn man sich das klar macht. Ja, wunderbar. Oh ja, mir hat das schon viel geholfen heute. Ja, wir haben noch jetzt unseren Checkout zu machen für die nächste. Ah, ich möchte noch eins ergänzen, was ich vorhin vergessen habe. Wir haben beim letzten Mal über wertschätzende Kommentare, über Empfehlungen gesprochen und ich habe vom Harald einen sehr tollen Kommentar auf LinkedIn bekommen. Harald, dir schönen Dank dafür und ich will deshalb das hier nochmal öffentlich sagen, weil es mit mir was gemacht hat. Hätte solche Kommentare nie geschrieben, weil ich es irgendwie, ja, es ist nicht üblich, ne? Es klingt immer so ein bisschen, warum macht er das jetzt? Aber wenn ich jetzt selber merke, was es mit mir gemacht hat und wie sehr mich der Kommentar auch wirklich gefreut hat, habe ich gedacht, nee, also das kann ich da noch anderen antun. Das ist ja wirklich nichts Schlechtes. Deshalb herzlichen Dank für das gute Beispiel. So. Sehr gerne. Ich habe vielleicht, weil ich das beim Herfahren wirklich gehört habe, da war heute wieder in Bayern 2 so ein Wissenschaftstalk, sorry, so ein One-in-One-Talk und da haben sie einen Professor interviewt und dann kam die Frage irgendwann, ja, wie ist er denn dazu gekommen? Und dann hat er, ich glaube, Bapp oder sowas, Wellenreiter oder sowas, hat er als Musikstück genannt, was ihn geprägt hat, seine Laufbahn einzuschlagen. Und das hat mich sofort wieder daran erinnert, dass wir eigentlich überhaupt nie mitkriegen, welchen Einfluss wir eigentlich auf unsere Mitmenschen haben. Ich glaube, das ist so unüblich, dass wir den Leuten zurückspiegeln, wegen dir mache ich das. Also nicht jetzt, weil du mich gezwungen hast, sondern mich hat das inspiriert, mich hat das bewegt, das hat mich verändert. Das war ein Satz, das war ein Lied, das war eine Aussage. Ich glaube, das passiert so oft und wir merken das teilweise gar nicht. Und wenn wir das mal einfach zum Anlass nehmen und das zurückgeben und das den Leuten einfach sagen, hey, schau mal, deine Musik, dein Satz, dein Titel, dein Dranbleiben hilft mir auch dran zu bleiben. Ich glaube, dann bewegen wir noch ganz, ganz viel mehr und das wird einfach eine positive Ausstrahlung verstärkt. Genau. So, wir sind kurz vorm Ende. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ansonsten geht es nur noch um den nächsten Termin. Dann treffen wir uns am nächsten Am Dienst. Montag wieder. Nee, Dienstag noch? wieder Dienstag? Dienstag. Okay. Ich bin Montag gar nicht da, deshalb haben wir es gleich auf Dienstag erledigt. Alles klar. Okay. Dann euch schönen Dank fürs Mitmachen und Harald, dir schönen Dank wieder für deine vielen netten Erläuterungen. Gerne. Und wer mal die Briefe von anderen sehen will, die John Stepper auch gut findet, bei den Circle Guides sind unten selbst, glaube ich, drei oder vier Briefe drin. Die kann man sich dann auch mal durchlesen, die sind veröffentlicht worden. Wunderbar.
Super. Schön. Und vielen Dank an Dieter, unseren fleißigen Super. Zuhörer. Alles klar, mach's gut. Okay, ciao. Tschüss.